Ja, schön, dass selbst beim Laden kommt noch Musik. So, auch hier gilt wieder, ich habe Dauerfeuer aktiviert, damit man hier überhaupt mal irgendwie zu Potte kommt. Ja. Und wir haben wieder diesen Streuschuss, aber Dauerschuss, ja. Aber wenn wir uns jetzt drehen, dann dreht sich nicht einfach nur der Schuss, sondern der ganze Mensch, der dreht sich mit. Und das sieht schon mal natürlich sehr, sehr cool aus. Du kannst auch nach vorne gucken dann. Genau. So, dann wollen wir doch mal. Ja, das weiß ich auch. Ganz links, immer ganz links rüber. Und dann schnell hochhüpfen, sonst kriegt man es nicht mehr. Wie war das? Oh, wow, Dennis. Sehr gut. Also, es hat mir schon mal die dicke Wumme. Genau, und die. Genau, der Blitz verlängert diesen Streuschuss, diesen Blitzi-Strahler. Genau, man kann es übrigens anschießen oder auch. Mit dem Kopf anstoßen jetzt. So, jetzt haben wir ein Schild. Da wird's, ja, und mal. Das Anstoßen ist so ein bisschen Hommage an Giant Sisters. Ne? Genau. Oder? Die Mücken zeitlich doch. Es war ein bisschen früher, aber. Ah. Oh, Dennis. Was mach ich denn? Ja, aber ich mochte den Schuss eigentlich auch ganz gerne. Genau, das ist jetzt einer, den gab es im ersten nicht. Der prallt nämlich ab und das ist an manchen Stellen, insbesondere so in so Labyrinthen, durchaus praktisch. Das war eine Smart Bomb. Und das ist ein Nest, wo diese vier herauskommen. So, Vorsicht. Ich muss mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Ja, also da sind diese kleinen grünen Dinger und die hüpfen auch und bomben einen so ein bisschen weg. Das sind Walker, das haben wir ja schon gesagt. Da kann man drauf hüpfen. Und der Dennis versucht jetzt nach links zu gehen und dann weiter nach oben zu kommen. Es ist 20 Jahre her und ich weiß es noch. Herrschaftszeiten. Da merkst du, was alles so im Hirn drin bleibt, gell? Also das ist schon wirklich erschreckend. Also der Dennis hat, also das, darf ich das jetzt, ich erzähle das jetzt mal. Der Dennis hat natürlich als Vorbereitung wenigstens das Spiel mal gestartet und auch mal kurz gespielt, damit er zumindest so grundsätzlich wieder... One-Up, Extra-Leben. Extra-Leben? Wieso gehst du nicht weiter hoch, Max? Geht nicht. Ach, an der Stelle ist nur zum Extra-Leben holen. Ich natürlich nicht. Also ich habe keine Übungs irgendwas, sondern... sehe das jetzt das allererste Mal mit euch zusammen nach, naja, 20 Jahren. 20 Jahre reicht fast nicht. Wie 25. Und das ist schon, wenn man immer noch genau weiß, in welche Richtung und was alles ist und so, also ist schon geil. Ich hoffe, das kommt auch bei euch so ein bisschen das Flair an dieser Stelle auf. Ihr merkt schon, wir sind von dem Spiel überzeugt, also neben dem, dass wir die Jungs wirklich gut kennen, die das gemacht haben und die auch sehr nett finden und schon damals Fans auch vom Chris Hülsbeck waren. Ich erinnere mich da an diese unterschriebene Postkarte beim Markus an der Wand. Hm. So, hier ist jetzt, kommt jetzt Wind, da kommt man ganz schwer dagegen an. Ganz schwer bis gar nicht. Schön finde ich die Walker, die da auch mitgeweht werden, neben den Blättern. So, und hier kann man nämlich... auf das, was nach Hintergrundgrafik aussieht, draufhüpfen. Genau. Auf jeden Fall, also Chris Hülsbeck natürlich. Und wir fanden, also ich sag ja, ich habe da ewigst viele Stunden verbraucht, um da mich da durchzufrieseln und da zu kämpfen und machen und tun. Und es hat einen bollen Spaß gemacht. So, wie viel Leben hast du jetzt denn? 5. Also hier ist immer wichtig, Leben sammeln, weil braucht man alles noch. Ja. So, und ich zeige euch jetzt mal einen Trick, weil normalerweise kommt man hier gar nicht durch. Also man muss dann gucken, irgendwie scheint es dann woanders lang zu gehen. Aber wenn man dabei, und dann ist man durch, wenn man dabei sich duckt. Wir gehen aber trotzdem links ran, weil das ist nicht vorgesehen, glaube ich. Ich habe das aber damals auch so gespielt, aber ja, mach mal da weiter. So, weil eigentlich, hier ist nämlich ein Exit-Pfeil, muss man hier den da nämlich runter. Genau, und dann hüpft man sozusagen dem roten Pfeil direkt hinterher, also nicht weiter links und nicht weiter rechts. Das und man kann sich zu diesem Quilly-Ding machen, wenn man panisch wird. Denn. Genau, aber ich dachte, ich bin zu weit gesprungen einfach. Naja. Ja, ein Leben steht jetzt auch nicht.
Odin. Oh ja. Und man sieht jetzt auch dieser... Das war der andere Schuss, aber jetzt nehmen wir wieder den, weil der ist hier unten mal ganz aber praktisch. Man macht nochmal den langen Laser. Mach mal auf komplette Länge nach links vielleicht, dass man mal sieht. Also der ist jetzt schon länger jetzt jedenfalls. Einige von den, was war das? Welches Symbol war das nochmal? Die Blitze. Die Blitze. Und das kommt genau daher, ja? Ja. Also man sieht auch unten die Diamanten, die der Dennis da... da ist so ein kleiner... So ein Drachending. Man sieht auch unten diese kleinen Diamanten, die der Dennis da immer sammelt. Die waren, glaube ich, nur für Punkte, oder? Da gab es Continues dafür. Ach, so rum war es. Ah, jetzt sieht man auch, warum der Streuschuss schon Sinn macht. Genau. Und, ach so, und dann ist da unten noch, wie hieß dieses Laser, die Wall da, wie hieß das Ding nochmal? Die Powerline. Powerline, genau. Genau, die kann man für den Notfall verwenden. Die gab es aber auch im ersten Teil schon. Ich wollte es ja nur kurz erwähnen. Da war jetzt nämlich ein Extra-Leben und der Volllaser, der hier in der höchsten Ausbaustufe deutlich imposanter ist als im ersten Teil. So, unten rechts gibt es noch Extras, aber keine Extra-Leben und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal weiter. Und sind beim ersten Zwischen-Endgegner-Boss-Dingsbums. Der Killerroboter. Und das Spannende ist, also man sieht es auch, wenn der Dennis... So, das ist die Super-Spezialwaffe, die man einmal pro Leben auslösen kann. Und der Dennis muss jetzt schon aufpassen, weil von oben fallen die Stalagmiten, wie auch immer die Dinger weg. Man kann dieses Monster nur an einer Stelle treffen, von unten etwas schwer zu erwischen, aber sozusagen das Gesicht. Und der Dennis versucht es jetzt mit diesem super langen Laser, wenn er nach links hüpft. Und da muss man so ein bisschen zärtlich, aber... Ein bisschen den richtigen... Ja, da, genau. Man sieht es da noch blinken. Oh, Dennis. Da. So, genau. Also das, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das überhaupt kein Thema. Und dann kriegt man auch ein Power-Up. Und da hat er es geschafft. Ja, der Dennis ist mir der Brutalo-Typ. Der schießt die einfach weg. Was macht der da und weg? Du magst den Laser, gell? Ja, das ist meine Lieblingswaffe. Die macht Wumms. Warum können die seit wann können die hochgehen? Schon immer. Das ist mal Bomb. Das ist der nutzloseste Schuss, wie ich finde. Genau. Deswegen wollen wir den auch nicht. Das ist mehr oder weniger ein Dreier-Schuss, der da. Ich glaube, 3 ist das Maximum. Nee, es gibt. Es gibt auch. Jetzt muss ich, glaube ich. Genau. Es gibt bis 5. Ah! Mist. Und dann noch so verzogen, dass man ganz runterfällt. Ja. Das ist gefühlt immer so, oder? So. Dann, jetzt ist der Wind nämlich weg, weil der Boss weg ist. Kann man hier nämlich die Abkürzung nehmen. So. Jetzt schon wieder hektisch. Das hektisch ist gar nicht gut. Ja, ich hab für die Zeiten, wenn der Dennis wieder hektisch wird und die ganze Zeit rumschnauft und atmet, auch ein gewisses Grundequipment an Soundeffekten hier, damit es ganz klar ist, also dass auch der Dennis weiß, dass was er da tut, jetzt gerade optimierungsfähig ist. Sehr gut, Roland. Sehr gut. Jetzt wäre der Laser besser. Ja. So Kommentare mag der Dennis übrigens. Das hilft ihm weiter. Aber das ist natürlich auch nicht unpraktisch hier. Nur dieser andere Schuss, den wollen wir jetzt nicht.
Genau, wenn ihr fragt, warum geht er nicht da lang? Weil ich weiß ja, wo was Sinnvolles ist und wir wollen ja auch irgendwie hier durchkommen. Man kann natürlich das noch mehr erforschen, aber wir haben auch nicht viel Zeit. Wir werden jetzt sowieso sterben. In 2, 1, Timeout. Aber ich sag mal so, wenn man ein Level ohne Timeout schaffen will, dann muss man durchrennen. Und wir wollen ja auch was sehen. Dafür nehmen wir die beiden Extra-Leben hier noch mit. Also, was ist das Wichtige? In den ersten Leveln geht es wirklich darum, Leben zu sammeln. Ja. Weil später verbraucht man mehr, als dass man neue findet. Und das ist auch der Grund, wieso wir hier so ein bisschen Umwege gehen und rechts und links. Wo ich ja hin wollte eigentlich, bevor ich fasziniert wieder zugeguckt habe, war, dass ich ja Soundeffekte hier vorbereitet habe, damit der Dennis genau weiß, was er von dem Spielzug, den er da gerade macht, halten. Genau, das war auf jeden Fall schon mal gut. Ja, das war, da sind wir d'accord noch, ne? So, wenn der, da kommt es. Das war eine Powerline. Ja. Hat auch gepasst, oder? Hat vielleicht hat gepasst, oder? Wenn der Dennis nervös gemacht werden soll, mache ich dann einfach das. Weil dann fängt er an, hektisch zu werden. Ganz oben kommt was. Da ist der Laser dabei. Diamanten hat er denn das schon? Achso, es gab ja noch mehr Soundeffekte. Ich bin so fasziniert von dem Game. Das ist geil. Das war das Haken, lass dich nicht immer ablenken, Mann. Genau. Schön, dass du wiegst, weil meine Scherze noch lachst. Wenigstens ich. Also man sieht jetzt auch, warum hat der Dennis, mag der diesen Laser so, weil der auch diese Drachen da mal relativ gut wegkriegt und von der breiten Streuung auch diese fliegenden Dinger. Genau. Also wenn man nicht wirklich ums Eck schießen muss, dann ist das so der Beste. Komm, so. Und dann fallen lassen. Genau. One-up. Schon 7 Leben. Und da ist der Ausgang. Und das war der erste Level. Das war der erste Level. Dennis, wie viele Level gibt es im Ganzen? Ich weiß es nicht mehr. Halbes Dutzend, irgendwie sowas, oder? So. Ja, es gibt 2 bis 3 Level pro Welt. So, hier muss man jetzt aufpassen. Ah! Denn da verschwindet der Boden. Muss man immer vorher quasi mal testen. Aber es ist fair. Wirf. Ja. Da waren ein paar Fische. Und da rentiert sich dann zum Beispiel die Powerline. Laser, power up. Laser. Da nicht. Powerline. Ja, hat's noch geschafft. Mist. Ja, das kann ich. Da kriegst du noch. Komm. Wow. Jetzt wolltest du mal alle Schüsse zeigen, oder? Genau. So. Weiter geht's. Ah, da kommen diese Knubbel wieder. Der Mist. Herrlich. Die fand ich ja super. Ja, da sind noch. Genau, da oben ist nämlich dieses Blubbernde. Da muss ich nämlich fast runterstellen und dann feuern. Genau, aber da oben müssen wir nicht hin. Das lasse ich einfach mal, weil wir wollen nämlich hier hin. Ja, und dann sich auch die Bombe. Jawohl.
Und jetzt ist es die hohe Kunst. Man sieht nämlich, man kann die Bälle zerschießen. Und ihr könnt euch ja schon dran mal überlegen, was für ein geiles Level-Design sich dadurch ergibt. Also du kannst natürlich dann Stüfchen bauen und so, ne? Genau, theoretisch ja. Das habe ich jetzt natürlich versaut. Aber... Du musst mehr nach links. Ich glaube, ich habe es ganz versaut, weil... Mach mal Nee. Mach mal den Superwaffe. Soll ich dir was helfen? Ja, ich muss gerade gucken. Ah, genau. Ja, Hagen, das war gut, weil der schießt ganz viel und wir haben die zwei extra Leben noch gekriegt. Hagen, super. Hast du meinen etwas holprigen Start gerettet? Ja. Oh, oh, oh. Unten ist auch was Schießendes, das kleine Fuzzi da, genau. Genau. Und jetzt würde ich nach links hüpfen und das dann platt machen, oder so. Das braucht nämlich einiges an Schüssen. So, und hier können wir jetzt einfach... Da ist noch... Also man weiß nicht, das ist, glaube ich, das Wichtige zu sagen auch, man weiß nicht, was im Stein drin ist. Das ist immer ein Sammelsurium, ein Zufallssammelsurium. Nee, und ich glaube, es ist in jedem, es ist schon immer das Gleiche. Echt? Drin. Aber es fliegt in eine andere Richtung dann oder was? Also tendenziell sind die Laser mehr links und die Streuschüsse mehr rechts und so. Ich erinnere mich, dass man manchmal, nur weil man da stand, schon irgendeinen Mist gekriegt hat, weil es direkt in einen reingeflogen ist. Ja. So. Das war jetzt der Trick, dass man da ganz nach rechts springt, damit man da nicht getroffen wird. So, und jetzt kommt dieses Thema, was Hagen sagte, Levelbau quasi. Man muss jetzt überlegen, wo man genau hin möchte. Und es gibt jetzt zwei Stellen, wo man ein extra Leben bekommen kann. Man kann aber nicht beide kriegen. Und ich nehme das linke. Das ist etwas einfacher zu bekommen. Nehmen wir nämlich jetzt hart nach links den Joystick. Da ja, fällt plötzlich ein extra Leben raus. So, dann gibt es hier etwas, es ist ein optionaler Boss. Den muss man nicht bekämpfen. Ah, doch, der. Der ist, wenn der das noch zweimal macht, wollte schon sagen. Der ging der schon immer so leicht. Wenn man genau weiß, was man machen muss, dann kriegt man jetzt nämlich zwei extra Leben. Du hast zumindest nur noch eine Powerline. Ja. Muss mal wieder nachrüsten. So, hier ist jetzt der Trick, rechts zu gehen. Und ich mache mich mal zu genau dem Ding. Kann nämlich weniger passieren, weil wenn man links runterfällt, dann fällt man direkt in den Gegner. Ja. Deswegen muss man hier rechts runterfallen. Nämlich genau diesen da. Ja, umdrehen und schießen. Da oben ist ein Power. Das hol dir das. Kriegst du das noch? Ich komme nein. Nicht dran. Ich habe ja Shield. Ja, aber nein. Ja. Vorsichtiger unterwegs. Auch schön finde ich das Wasser, das sozusagen über den Helm abläuft. Tatsache, ja. Genau. Das schießt auch nicht nur drei. Ah, diese Bömmchen, genau. Das ist, wenn man Feuer gedrückt hält und gleichzeitig Ding wird, ne? Genau, dann gibt es diese Smart Bombs. Smart Bombs? Das sind diese Fachbegriffe einstreuen. Wahnsinn. So, und irgendwo gibt es hier wieder. Da würde ich aufpassen, Dennis. Du hast fast keinen Power mehr.
passiert aber nichts. Also da kann man jedenfalls runterfallen. Und sterben. Und sterben, genau. Nein! Schon wieder nicht dran. Wollte mal hochhüpfen. Ich muss nur noch 38 Sekunden durchhalten, weil dann bin ich eh platt. Links, Powerline. Ja, nochmal Shield. Das war jetzt sehr dämlich. Ich habe mich schon gewundert, dass du nicht vorher geflugt hast. Ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen. Ja, nein. Ach komm, wir haben noch 11 Leben. Jetzt fange ich schon im Totenlevel an zu schnaufen. Die Musik ist aber trotzdem gut. Ja. Das auf jeden Fall. So. Jetzt ist da unten nämlich offen. Aber erst jetzt. Wo wir eben durchgefallen sind. Und da waren auch, glaube ich, diese Dinger nicht. Die sind jetzt nämlich erst aufgetaucht. Deswegen dachte ich, naja, die sind ja da. Aber nee, waren sie noch nicht. Oh, oh, ich weiß, was kommt. So, auch hier gilt wieder das Auge treffen. Ja, also blinkende Symbolik ist immer sehr gut. Und man sieht hier, der Dennis weicht natürlich den ganzen Sachen aus. Also versucht es zumindest. Und hofft jetzt, dass er möglichst viel da oben in das Auge reinballert. Ja, aber er stellt, es hat einen Nachteil. Dennis, ich will dir gar nicht sagen, wie klein dein Lebensbalken da unten noch ist. Sag mal, was sind eigentlich die Symbole links von Time? Continues. Also sprich, wenn du alle Leben verloren hast, dass du dann weitermachen kannst. Genau, am Anfang der Welt. So, jetzt kommen wir in die zweite Welt. 5 Welten gibt es insgesamt. Ups. Nicht allen Steinen ausweichen, Dennis. Ja. Das ist, das, aber ein typischer Fehler macht man instinktiv, wenn man denkt so, ah, ich muss nach rechts, ah, dann gehe ich halt nach links, ah, dann halt doch nach rechts. Und die Steine so, wiki, 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 und man fällt aber durch.